meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Es ist mir eine große Freude, Sie hier im Namen der Rektorin heute Abend begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christoph Möllers, ich bin permanent Fellow hier am Wissenschaftskolleg. Und vor allem Ihnen ganz kurz den Referenten des heutigen Abends, Christoph Grabenwarter, vorstellen zu können. Christoph Grabenwarter, Vizepräsident des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs, Professor für Europa und internationales Recht an der Wirtschaftsuniversität Berlin, aber vor allem anderen natürlich Fellow des diesjährigen Jahrgangs am Wissenschaftskolleg. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft und der Handelswissenschaften an der Universität in Wien wurde Herr Grabenwarter doppelt promoviert in Jura, dann habilitiert mit einer Venia für Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht. Er bekleidete dann in ganz jungen Jahren Professuren in Linz, in Bonn, in seiner steirischen Heimat in Graz und schließlich an der Wiener Wirtschaftsuniversität und wurde von Graz aus an das österreichische Verfassungsgerichtshof, an den österreichischen Verfassungsgerichtshof berufen. Intellektuell prägend scheint mir war vor allem aber sein Aufenthalt bei der damaligen Europäischen Menschenrechtskommission, dem Vorläufer des heutigen Menschenrechtsgerichtshofs, und dann auch die Arbeit am Heidelberger Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, in denen er sich doch sehr stark der Bedeutung des europäischen Menschenrechtsschutzes zuwandte und dazu dann auch letztlich seine Habilitation verfasste. Christoph Grabenwarter hat ein ganz ungewöhnlich breites Werk im nationalen Recht, im internationalen Recht, im vergleichenden Recht. Neben vielem anderen hat er ein führendes Lehrbuch zur Europäischen Menschenrechtskonvention verfasst, dass das so führend ist, dass ich, als ich gestern Abend die 8 Uhr Nachrichten anschaltete und dort einen jungen Mann sah, der über einen Flüchtlingsrechtsexperten, einen Migrationsrechtler, der sozusagen etwas zur aktuellen Krise in Kroatien sagen musste, dieser seine Autorität nicht zuletzt dadurch konfirmieren konnte, dass er das Lehrbuch von Christoph Grabenwarter in der Hand hielt. Weiter kann man es mit dem Lehrbuch eigentlich nicht bringen. Aber seine Interessen umfassen viele andere Dinge, etwa das öffentliche Wirtschaftsrecht, das gesamte Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozessrecht, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr technisch, und auch das Religionsverfassungsrecht. Gut, das ist alles sehr klangvoll, aber was interessiert uns eigentlich an Grabenwarter? Lassen Sie mich doch ein paar konkretere Punkte machen und ihn vielleicht als einen Grenzgänger darstellen. Zunächst ist er ein Grenzgänger zwischen deutschem und österreichischem Recht. Er ist ein Österreicher, der sehr lange in Bonn an einer so berühmten juristischen Fakultät gearbeitet hat und sich in beiden Welten gut auskennt. Nun ist österreichisches Recht tatsächlich eine ganz, ganz andere Welt als deutsches Recht. Ein österreichischer Verfassungsrecht, der löst jeden Fall wirklich methodisch sehr, sehr, sehr stark anders als ein deutscher. Das hat eigentlich methodisch sehr wenig zu tun. Das Einzige, was hier legendärerweise verbindet, aber dann auch trennt, ist die Sprache. Aber schon die Art, Begriffe zu bilden, ist im österreichischen und im deutschen Recht wirklich vielleicht stärker unterschiedlich als im deutschen Recht oder im österreichischen jeweils und anderen nicht deutschsprachigen Rechtsordnungen. Das wissen aber eigentlich fast nur die Österreicher. Weil natürlich die Deutschen, wie überhaupt Leute, die aus vergleichsweise großen Ländern kommen, natürlich immer so eine gewisse Form von Behäbigkeit und wenig Mangel an Neugierde aufweisen gegenüber ihren Schwesterrechtsordnungen. Und sich damit im Grunde auch ein bisschen ein Erkenntnishindernis einheimsen müssen, weil sie eigentlich auch ohne Erwerb einer anderen Sprache unglaublich viel darüber erfahren könnten, wie Verfassungsrecht auch funktionieren könnte oder auch wie man mit Völkerrecht in nationalem Recht auch umgehen könnte. Damit ist der Grabenwarter aber auch ein Grenzgänger zwischen nationalem und internationalem Recht. Und auch das ist gar keine Selbstverständlichkeit, obwohl es doch vielleicht eine sein sollte. Üblich ist doch immer noch sehr stark die Sozialisierung in einem Rechtsgebiet, im Verfassungsrecht, im Verwaltungsrecht oder im Europarecht und im Völkerrecht, das dann in gewisser Weise immer den archimedischen Punkt des Rechtsdenkens definiert, sodass man immer irgendwie das Völkerrecht nur als abgeleitetes Verfassungsrecht oder das Verfassungsrecht nur als sozusagen im Grunde spezialisiertes Völkerrecht rekonstruiert und gar nicht sozusagen das Nebeneinander dieser beiden Rechtsordnungen immer sozusagen angemessen intellektuell verarbeitet. So entstehen dann souveränitätsbezogene Abwehrkämpfe oder vielleicht auch nur so ein institutionell nicht hinreichend geerdeter Kosmopolitismus, je nachdem aus welcher Ecke man kommt. Aber es kommt eigentlich nicht sozusagen das gleichwertige Nebeneinander zu tragen. Und auch hier ist Christoph Grabenwarter eine ungewöhnliche und eine ungewöhnlich interessante Figur. Da ist dann natürlich auch vielleicht der Grenzgang zwischen internationalem Menschenrechtsschutz als dem Inbegriff eines liberalen internationalistischen Projekts und einem durchaus vielleicht eher konservativen Weltbild? Ist man als bekennender Konservativer vielleicht heute gar kein Menschenrechtsschützer normalerweise? Na, das ist wahrscheinlich eine unhistorische Sicht. Denn wenn wir uns die Geschichte angucken, dann werden wir sehen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention traditionell eigentlich ein politisch auch durchaus konservatives Projekt
Klar, es gibt ein schönes Buch gerade von Marco Duranti über die Conservative Human Rights Revolution, die sich mit der Entstehung der MRK beschäftigt hat. Und dass wir es vielleicht auch ein bisschen mit einer Überkreuzungsbewegung zu tun haben, in der Argumente aus dem Menschenrechtsschutz so ein bisschen von rechts nach links und Argumente, die die Volkssouveränität betonen, so ein bisschen von links nach rechts gewandert sind. Und Grabenwarter so ein bisschen vielleicht noch jemand ist, der eine Tradition vorträgt, die auch in gewisser Weise an der Wiege der Europäischen Menschenrechtskonvention steht. Und mehr und mehr ist er vielleicht auch, und das zeigt, wie sich die Verhältnisse auch ändern, und darüber werden wir heute zu reden haben, mehr und mehr ist er vielleicht auch ein Grenzgänger zwischen Recht und Diplomatie. Die Zeiten werden härter, weder internationaler Menschenrechtsschutz noch nationale verfassungsgerichtliche Kontrolle verstehen sich noch von selbst. Es gibt Widerspruch, es gibt politische Kritik. Und die Vermittlung dieser Institution des Rechts, die Vermittlung auch an eine Öffentlichkeit, kann anscheinend nicht nur mehr in Form des Rechts funktionieren, sondern es bedarf in gewisser Weise mehr. Die Gerichte können offensichtlich nicht nur immer Urteile sprechen, sondern sie müssen in anderer Weise mit anderen Gerichten und mit anderen politischen Akteuren ins Gespräch kommen. Und hier ist Österreich vielleicht sogar in gewisser Weise ein interessantes Vermittlungsland, aber hier ist Christoph Grabenwarter auch einfach eine interessante Figur der Vermittlung, der Fermentierung solcher Dialoge, auch über seine Mitgliedschaft in der Venedig-Kommission, aber glaube ich auch darüber hinaus. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Christoph Grabenwarter wird sprechen, wozu Menschenrechte? Es folgt dann ein Kommentar von Dieter Grimm, den ich hier nicht weiter vorzustellen brauche, ehemaliger Rektor unseres Hauses und Richter des Ersten Senats. Es folgt dann noch eine kurze Reaktion von Herrn Grabenwarter auf Grimm und dann werden wir die Veranstaltung mit Publikum öffnen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute zu Ihnen sprechen zu können und ich darf eine kleine technische Anmerkung machen. Ich habe einige PowerPoint-Folien vorbereitet, die etwas stärker von der englischen Sprache da und dort dominiert sind. Das ist ein kleiner Dank an meine Fellows, die nicht Deutsch als Muttersprache haben und sich meinen Vortrag dennoch antun. Ich möchte heute Abend im Grunde 5 verschiedene Anliegen ansprechen, die ich Ihnen hier eingangs zeigen möchte. Ich möchte zunächst einen ersten kurzen historischen Rückblick geben, der eine erste, die klassische und bekannte Antwort auf die im Titel angesprochene Frage in Erinnerung rufen soll, warum der demokratische Verfassungsstaat westlicher Prägung auf internationale Menschenrechte angewiesen ist. Im zweiten möchte ich kurz die Entwicklung vor allem im europäischen Menschenrechtsschutz skizzieren, bevor ich mich dann zentral der Rolle der Verfassungsgerichte im Zusammenhang mit Menschenrechten widmen möchte. Im vierten Schritt möchte ich über die heutige Bedeutung der Menschenrechte für die Verfassungsstaatlichkeit sprechen, speziell in Europa, bevor es um den Zusammenhang zwischen Krisen und Erwartungen an den internationalen Menschenrechtsschutz geht. Und am Ende möchte ich einige Gedanken zur Perspektive des Menschenrechtsschutzes formulieren, ehe Herr Grimm das Wort hat. Die Verklammerung der Menschenrechte mit Demokratie und Gewaltenteilung ist im Grunde so alt wie der moderne Menschenrechtsschutz selbst. Die Revolutionen des 18. Jahrhunderts waren auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, aber eben auch auf die Menschenrechte bezogen. Bereits in der Aufklärung war deutlich geworden, dass die Wahrung der Ordnung die Ausübung von hoheitsgewaltrechtlicher Regelung werden muss. Ungefähr gleichzeitig mit der Entstehung erster Verfassungen wurde die Forderung nach Menschenrechten laut. Ursprünglich waren sie inhaltlich und territorial begrenzt, wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Virginia Bill of Rights aus dem Jahr 1776 oder die französische Erklärung der Rechte des Menschen und der Bürger aus dem Jahr 1789. Erste Ansätze für Menschenrechte auf der Ebene des Völkerrechts gab es im Bereich des diplomatischen Schutzes, des Minderheitenschutzes sowie des humanitären Völkerrechts. Aber die ersten Ansätze, die wir nach dem Ersten Weltkrieg in den Vororteverträgen, den Pariser Vororteverträgen sehen, waren noch sehr stark vom Minderheitenschutz geprägt. Der unmittelbare Anlass für die Schaffung internationaler Menschenrechte liegt in den Katastrophen der Diktaturen und Weltkriege im 20. Jahrhundert. Das ist allgemein bekannt.
Um diesen Zusammenhang heute Abend einleitend etwas plastischer darzustellen, darf ich Sie auf eine kurze Zeitreise und eine Reise an einen Ort in der heutigen Westukraine einladen, Lemberg 1918. Der Mann, den Sie hier sehen, ist Hörsch Lauterbach, 1897 geboren in eine jüdisch-galizische Familie nahe Lemberg auf dem Gebiet des damaligen Österreich-Ungarn. Er studierte hier am Ende des Krieges, und zwar genau vor 100 Jahren, eine Rechtsordnung, die damals in Lemberg gar nicht mehr gegolten hat. Die antisemitische Stimmung und die offene Diskriminierung jüdischer Studierender bewogen ihn kurz darauf, nach Wien zu wechseln. Akademisch war das für ihn ein Glücksfall. Er studierte unter anderem bei Hans Kelsen, der ihn in der monistischen Sicht des Verhältnisses zwischen Völkerrecht und nationalem Recht nachhaltig prägte. Was aber den Antisemitismus in der Gesellschaft anlangte, wurde es für ihn nur schlimmer. Daher wurde Großbritannien das Land, in dem seine Karriere als Professor und Richter den Höhepunkt und glänzenden Abschluss erreichen sollte. Seine Heimat aber steuerte bald in die Katastrophe. Nach dem Ersten Weltkrieg polnisch geriet Lemberg 1941 unter die Herrschaft von Nazi-Deutschland. Die zurückgebliebene Familie kam im Holocaust um. Und damit erreichen wir im Zeitraffer das Jahr 1945. Lauterbach, längst in Cambridge, stand den Anklägern beim Nürnberger Prozess zur Seite und arbeitete für den britischen Chefankläger Shawcross den Entwurf eines Schlussplädoyers aus, das der dann so nicht gehalten hat, aber immerhin kommen dabei die Gedanken der Neutralität und Unabhängigkeit des Internationalen Militärgerichtshofs sowie die Anwendung internationaler Rechtsstandards bereits zum Ausdruck. Mit der Annahme der Resolution 95.1 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 11. Dezember 1946 wurden dann die Prinzipien des Nürnberger Militärgerichtshofs bestätigt. Ein erstes wesentliches wissenschaftliches Anliegen Lauterbachs war verwirklicht. Parallel dazu und gedanklich damit verknüpft, setzten die Bemühungen zur Schaffung internationaler Menschenrechte ein, um der Wiederholung der Verbrechen des Nationalsozialismus auf völkerrechtlicher Ebene einen Riegel vorzuschieben. Als Ausgangspunkt dieser Entwicklung gilt die Rede des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt im Januar 1941, in der er von den Four Freedoms sprach, den vier Freiheiten, nämlich von der Meinungsfreiheit, der Religionsfreiheit, der Freiheit von Not und schließlich der Freiheit von Angst. Lauterbach publizierte bereits im Jahr 1945 eine erste Arbeit mit dem Titel An International Bill of Rights of Man. In der Charta der Vereinten Nationen fanden sich allerdings nur punktuelle Bezugnahmen auf die Menschenrechte sowie ein allgemeines Ziel des Menschenrechtsschutzes. Mehr war zu diesem Zeitpunkt nicht konsensfähig. Eine Menschenrechtskommission wurde eingesetzt mit dem Auftrag, einen Katalog auszuarbeiten. Unter dem Vorsitz von Eleanor Roosevelt wurde in 2 Jahren der Entwurf einer Menschenrechtserklärung ausgearbeitet, der bei der Generalversammlung vor genau 70 Jahren und einer Woche mit großer Mehrheit angenommen wurde. Roosevelt sprach den Zusammenhang zwischen den Verbrechen vor und während des Krieges und der Notwendigkeit der internationalen Menschenrechte an. Ich zitiere: Many of us thought that lack of standards for human rights the world over was one of the greatest causes of frictions among the nations, and that recognition of human rights might become one of the cornerstones on which peace should eventually be based. Wenn wir uns heute im Abstand von 70 Jahren die damalige Debatte um die Menschenrechtserklärung und ihre rechtliche Relevanz vergegenwärtigen, so beobachten wir manche interessante Parallele mit aktuellen Diskussionen. Die meisten Artikel der Erklärung sind in gleicher Weise formuliert wie heute verbindliche Menschenrechtsverträge. Es ist von Rechten und Ansprüchen die Rede, manches ist wortgleich in heutigen Konventionen enthalten. Es gab damals wie heute eine Debatte über die Verbindlichkeit. Roosevelt bezeichnete das Dokument als educational document because it sets standards and puts down things for which we want to strive. It has no binding value, but it is a preparation for the coming Bill of Rights. Diese Bill of Rights wurde da im Jahr 1966 als Teil des Covenant on Civil and Political Rights angenommen. Es vergingen weitere 10 Jahre, bis er in Kraft treten konnte. In Europa ging es bekanntlich schneller. Bereits im Jahr 1953 trat die EMRK zunächst für 10 Staaten in Kraft.
mit einem von vornherein effektiveren Durchsetzungsmechanismus, der sich freilich auch erst in Etappen entwickeln musste. Es dauerte noch Jahre, bis der Straßburger Gerichtshof in Vollbetrieb gehen sollte. Man vergisst gerne, dass etwa Frankreich erst 1974 der EMRK beitritt und erst 1981 das Individualbeschwerdeverfahren anerkannte. So viel zum Einstieg, und ich möchte damit auf die europäische Entwicklung überblenden und hier die Entwicklung der letzten Jahrzehnte mit drei Schritten beschreiben, nämlich Verdichtung durch Verträge, Verdichtung durch Rechtsprechung und für die letzte Phase Ernüchterung und Rückschritte. Zum Ersten. In den ersten Jahrzehnten nach 1950, aber vor allem dann nach 1990, verdichtete und erweiterte sich das Netz völkerrechtlicher Bindungen im Menschenrechtsbereich. Die Ausdehnung und Verstärkung erfolgte in verschiedener Hinsicht. In inhaltlicher Hinsicht kam es zu einer Spezialisierung, vor allem weltweit Konventionen zum Schutz von Frauen, von Kindern, von Arbeitnehmern, von Menschen mit Behinderung, zum Schutz vor rassischer Diskriminierung, um einige Beispiele zu nennen. Andererseits wurden Konventionen um Zusatzprotokolle ergänzt, mit denen der Kreis der geschützten Rechte ausgedehnt wurde. Das ist vor allem im Bereich der Europäischen Menschenrechtskonvention zu beobachten. Und schließlich ist der Kreis der Mitgliedstaaten angewachsen, dies wieder aus verschiedenen Gründen. Zwei für Europa wichtige Ursachen sind die Überwindung der Diktaturen nach 1989 und damit zusammenhängend die Entstehung neuer Staaten, die ehemals Teile der Sowjetunion waren. Die Verdichtung durch Rechtsprechung ist noch bedeutsamer, wenn man das in Zahlen fassen möchte. Seit zwei Jahrzehnten fällt der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg pro Jahr rund 1000 und in jüngerer Zeit rund 2000 Urteile. Die Verdichtung findet aber nicht nur in dieser Rechtsprechung in Straßburg statt, das ist gleichsam die Spitze des Eisbergs, sondern vor allem durch die Antworten und Umsetzungen auf der Ebene der mitgliedstaatlichen Gerichte. Ich nenne als Beispiel die deutschen Gerichte, die immer wieder mit neuen Auslegungsergebnissen konfrontiert waren, ob es die Bildberichterstattung über Prominente war, Verfahren im Familien- und Umgangsrecht, die Sicherungsverwahrung oder zuletzt Menschenrechte im Zusammenhang mit Parteiverboten oder dem Streikrecht von Beamten. Die Auseinandersetzung mit dieser Rechtsprechung ist heute in den innerstaatlichen Gerichtsentscheidungen Routine geworden. Für Großbritannien können wir einen erheblichen Fortschritt durch den Human Rights Act beobachten, der es ermöglicht, europäische Grundrechte vor britischen Gerichten geltend zu machen. Die Gerichte, gerade in Großbritannien, das sollte man nicht vergessen, waren in einer frühen Phase stark herausgefordert im Zusammenhang mit der Terrorbekämpfung in Nordirland. Die Meinungs- und Pressefreiheit entwickelte sich maßgeblich an britischen Fällen, aber auch Auslandseinsätze der britischen Armee förderten neue Judikaturergebnisse, die innerstaatlich verarbeitet werden mussten. Ich nenne noch der Vollständigkeit halber schweizerische und österreichische Gerichte, die ebenfalls im Bereich der Meinungs- und Pressefreiheit die Straßburger Leitlinien übernommen haben. Und ich könnte noch, werden Sie nach der Vorstellung von Christoph Möllers wohl glauben, die Aufzählung noch eine Zeit lang fortführen. Das Bild internationaler Menschenrechte in Europa ist daher, um es in einen Satz zusammenzufassen, um die Jahrtausendwende ein durchaus erfreuliches. Mit dem ständigen Straßburger Gerichtshof war die organisatorische Basis gefestigt, die Beitrittswelle neuer Demokratien war abgeschlossen, die europäische Rechtsprechung fand grosso modo auch innerstaatliche Akzeptanz. Durch diesen zunächst ermutigenden Entwicklungen stehen zunehmende Rückschläge gegenüber. Ein erster ernüchternder Umstand liegt darin, dass es in Staaten, deren rechtsstaatliche Verfasstheit an und für sich den Anforderungen der Menschenrechte entspricht, ernstzunehmende Diskussionen über den Austritt gibt. So hat Großbritannien auch im Zusammenhang mit der EMRK eine Brexit-Debatte. Im Gefolge eines Urteils über das Wahlrecht von Strafgefangenen im Jahr 2005 wird der Austritt auch aus der EMRK immer wieder thematisiert. Nicht immer werden in der politischen Debatte dabei Europäische Union und Menschenrechtskonvention auseinandergehalten.
In der Schweiz wurde erst Ende November über eine von der SVB lancierte Selbstbestimmungsinitiative Schweizer Recht statt fremde Richter abgestimmt, die auf eine Kündigung der MRK auch gerichtet war. Immerhin ein Drittel der zur Abstimmung gegangenen Stimmbürger stimmte für eine Kündigung. Daneben gibt es aber auch Widerstände gegen die Rechtsprechung, weniger dramatische in Einzelfällen wie in der Schweiz und Großbritannien, gravierende generelle in Russland. In Russland hat die Distanz zu den Menschenrechten in den letzten Monaten, mit ausgelöst durch die Krim-Krise, eine neue Qualität erreicht, sodass sogar die Mitgliedschaft Russlands gegenwärtig sowohl im Europarat als auch damit zusammenhängend in der Menschenrechtskonvention zur Disposition steht. Dies ist die organisatorisch-institutionelle Seite der Ernüchterung, die heute bereits die Arbeitsfähigkeit der Organe tangiert. Auf der inhaltlichen Seite sind in Russland wie in manchen anderen Staaten mittlerweile gravierende Umsetzungsdefizite, vor allem aber die geringere Bereitschaft zur Befolgung von Straßburger Rechtsprechung zu beobachten. Bekenntnisse des russischen Verfassungsgerichts zur Beachtlichkeit der EMRK für den Gesetzgeber wie für das Gericht selbst, die noch bis in das Jahr 2007-2008 anhielten, weichen Schritt für Schritt einer europakritischen Rhetorik und Entscheidungspraxis. Damit dauerte es im Rückblick gerade einmal etwas mehr als 10 Jahre vom Beitritt bis zu einer wesentlichen Wende in der innerstaatlichen Akzeptanz der Menschenrechte. Die schrittweise Annäherung an das Modell einer gelenkten oder souveränen Demokratie, wie es im Russischen heißt, bringt die Menschenrechte zunehmend in die Defensive, sodass heute für diesen Mitgliedstaat gerade aus der Perspektive der Verfassungsgerichtsbarkeit ein besonders ungünstiger Befund gegeben ist. Ich komme damit zum zentralen Teil meines Vortrags, dem Verhältnis von Menschenrechten und Verfassungsgerichten. Die Verfassungsgerichte haben an der Entwicklung einen wesentlichen Anteil. Sie können aber auch Mitursache von Krisen in der Wahrung der Menschenrechte sein. Umgekehrt können sie auch eine Zeit lang die Wahrung der Menschenrechte aufrechterhalten, wenn andere Staatsorgane beginnen, diese zu vernachlässigen oder effektiven Schutz gar aufgeben. Je nach Verfassung haben sie unterschiedliche Aufgaben und verschiedene Stellungen. Im Großen kann gesagt werden, sie kontrollieren alle Staatsgewalt und stärken damit die Gewaltenteilung. Auf diese Weise haben sich Verfassungsgerichte in vielen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg als Garanten der Rechtsstaatlichkeit bewährt. Sie haben aber auch nach und nach eine spezifische Rolle im Grund- und Menschenrechtsschutz entwickelt, worüber ich dann noch gesondert sprechen möchte. Das geschah in unterschiedlicher Geschwindigkeit, in verschiedenen Schritten, die zeitlich weit auseinanderliegen konnten. Das Bundesverfassungsgericht hat hier in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal insoweit, als es auf der Basis des Verfassungsrechts rasch einen hohen Standard im Grundrechtsschutz aufbaute. Einige Gerichte schlossen schon vor 1990 hier auf, viele andere danach. Wenn wir uns versuchen, die Funktionen der Verfassungsgerichtsbarkeit im Menschenrechtsschutz zu vergegenwärtigen, so können wir bei aller Gefahr der Vereinfachung 3 Funktionen unterscheiden. Eine Verbindungsfunktion, eine Übersetzungsfunktion und eine Legitimationsfunktion. Was ist damit gemeint? Die Verbindungsfunktion beschreibt die Rolle der Verfassungsgerichte als Bindeglied zwischen nationalem und internationalem Recht. Verfassungsgerichte sind die letzte innerstaatliche Instanz, bevor eine innerstaatliche internationale Stelle mit einem Menschenrechtsproblem befasst wird. Sie sind umgekehrt zumeist die erste Instanz, die mit neuem Fallrecht aus dem internationalen Recht befasst wird. In der Übersetzungsfunktion zweitens übertragen Verfassungsgerichte internationale Entscheidungen auf den innerstaatlichen Kontext. Sie übersetzen gleichermaßen international gewählte Begründungswege, dogmatische Figuren und Begriffe in das innerstaatliche Recht. Sie können ja unterschiedlich sein, selbst zwischen benachbarten Staaten, wie wir gehört haben. In diesem Zusammenhang sind aber auch vordergründige sprachliche Aspekte nicht zu vernachlässigen. Häufig sind internationale Entscheidungen eben nicht in der Staatssprache eines Mitgliedstaats verfügbar. Die Legitimationsfunktion drittens bringt zum Ausdruck, dass Verfassungsgerichte maßgeblich verantwortlich sind für die Bedeutung menschenrechtlicher Garantien im innerstaatlichen Bereich.
Verfassungsgerichte machen europäische Entscheidungen oft überhaupt erst bekannt. Durch zustimmende Zitierung verleihen sie ihnen Legitimation. Die Funktionen, hier beschrieben und kurz zusammengefasst, sind Wandlungen und Herausforderungen unterworfen, wenn die Rahmenbedingungen durch politische Machtwechsel verändert werden. So sind Verfassungsgerichte, die über längere Zeit die Grundrechte der Verfassung im Einklang mit europäischen Grundrechten und Menschenrechten verarbeitet haben, besser in der Lage, einem politischen Wandel zu widerstehen, der auf eine Senkung des Grundrechtsniveaus gerichtet ist. Vor dieser Folie möchte ich nun den Versuch unternehmen, eine Typologie des Wirkens der Verfassungsgerichte zu entwerfen, und zwar gestuft nach dem Ausmaß ihrer Öffnung zum Internationalen hin. Also ich möchte unterscheiden zwischen die Menschenrechte stärkenden Verfassungsgerichten, die durch sie gestärkten Gerichte, Gerichte am Scheideweg, die Verfassung über die Menschenrechte stellende Gerichte und Gerichte in offener Ablehnung der Menschenrechte. Auch das gibt es. Und zum Schluss soll der EuGH als Sonderfall in den Blick genommen werden. Für die Mehrzahl der europäischen Verfassungsgerichte gilt, dass sie unangefochten Grundrechte der eigenen Verfassung selbstständig interpretieren. Gleichzeitig stehen sie auch internationalen Menschenrechten und insbesondere der EMRK offen gegenüber. Das gibt ihnen die Verfassung vor und sie verstärken es in ihrer Rechtsprechung. Solche Gerichte haben in einem Dialog mit europäischen Gerichten ihre Kontrolltätigkeit fortentwickelt und verfeinert. Dabei haben sie in verschiedener Art und Weise den Menschenrechtsschutz europäischer Gerichte gestärkt. Man kann das am Beispiel dreier Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nachzeichnen, die zufällig im 7-Jahres-Abstand voneinander entfernt liegen. Der Görgülü-Beschluss aus 2004, die Entscheidung zur Sicherungsverwahrung 2011 und die Entscheidung zum Streikrecht für Beamte vom Juni 2018. Hier wurde gezeigt, dass es möglich ist, Spannungslagen mit der Verfassung im Wege einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung und damit unter Rezeption auch des europäischen Menschenrechtsbestandes zu verarbeiten. Ein Beispiel, in dem man das deutlich sieht, war die Sicherungsverwahrungsentscheidung, wo der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit maßgeblich war, um Ergebnisgleichheit bei unterschiedlicher Begründung festzustellen. In der Entscheidung zum Streikrecht der Beamten hat das Bundesverfassungsgericht die Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs so redimensioniert, dass die Rechtsposition der Beamten mit den hergebrachten Grundsätzen des deutschen Berufsbeamtentums vereinbar ist. Solche Anpassungsstrategien tragen den sich verdichtenden transnationalen Menschenrechtsdiskurs maßgeblich mit, indem sie auf die normativen Rahmenbedingungen des nationalen Verfassungsrechts verweisen, im Ergebnis aber eine völkerrechtsfreundliche Wahrung der Menschenrechte bewirken. Ich habe hier noch zwei Beispiele, die das nur unterstreichen, die ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen möchte. Die italienische Corte Costituzionale hat sich in der Folge einer Rechtsprechung zum Nulla-Pöna-Grundsatz maßgeblich darauf reduziert, dass sie sich beschränkt, nur konsolidierter Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs zu folgen. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hatte manchmal aufbauend auf Straßburger Rechtsprechung einen weiteren Schritt getan, der in Straßburg noch nicht getan wurde. Stichwort aus dem letzten Jahr, die Entscheidung Ehe für alle oder das Recht, nicht einem der beiden Geschlechter zugeordnet zu werden. In Deutschland würde man seit einigen Tagen divers sagen. Umgekehrt tritt das deutsche, das österreichische und das italienische Verfassungsgericht durchaus in einen kritischen Dialog mit dem EGMR, etwa im Zusammenhang mit einem zu weit verstandenen Doppelbestrafungsverbot oder, was das Recht von Waldeigentümern betrifft, unter Berufung auf die Menschenrechte, die Jagd auf ihrem Grund nicht dulden zu müssen. All diese Beispiele stehen für eine bestimmte Art eines konstruktiven, judikativen Dialogs mit dem Europäischen Gerichtshof, der da und dort zu wechselseitigen Feinkorrekturen führt, insgesamt die Menschenrechte aber festigt und juristische Frontalzusammenstöße vermeidet.
Von dieser ersten Kategorie zu unterscheiden sind gleichfalls europafreundliche Verfassungsgerichte, die aber innerstaatlich noch nicht über die entsprechende Autorität oder noch geringere Autorität verfügen und sich durch Zitierungen, Anfragen und Vorlagen eine Verstärkung ihrer Stellung erwarten. Drei verschiedene Wege einer internationalen Legitimationsverstärkung sind in der gerichtlichen Praxis anzutreffen. Die häufigste, gleichzeitig aber schwächste Form der Heranziehung des internationalen Menschenrechtsbestandes ist die Zitierung der Rechtsprechung europäischer Gerichte, aber auch anderer Verfassungsgerichte. Sie geschieht aus unterschiedlichen Motiven, zumeist aber in der Absicht, sich den internationalen Acquis zu eigen zu machen und die eigene Auffassung darauf zu stützen. Zunehmend fragen Verfassungsgerichte bei internationalen Organen ausdrücklich um Stellungnahmen zu Menschenrechtsfragen an. Ein häufiges Instrument sind Ersuchen um Amicus Curiae Briefs an die Venedig-Kommission. Hier zeigen sich die Staaten Südosteuropas von Bosnien bis Armenien als Vorreiter. Auch der EGMR hat übrigens vor kurzem im Fall Berlusconi ein entsprechendes Ersuchen gerichtet. Und die dritte und jüngste Variante, weil sie erst seit wenigen Monaten in Kraft ist und für die deutschsprachigen Staaten so bald wohl nicht in Kraft sein wird, ist die Möglichkeit, eine Interpretationsvorlage an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu richten, nach einem eben in Kraft getretenen 16. Protokoll. Damit verlassen wir das positive Terrain und wir kommen zu den Verfassungsgerichten auf dem Scheideweg. Man hätte Gerichte wie das ungarische oder das polnische Verfassungsgericht vor einigen Jahren noch ohne weiteres in eine der ersten beiden Kategorien eingeordnet, in der Folge gravierender Eingriffe in das Verfahrensrecht, Richterbestellungen und Ähnliches befinden sie sich nun aber in einer Phase des Übergangs und der Ambivalenz. Das ungarische Verfassungsgericht wurde sowohl organisatorisch durch die Vergrößerung auf 15 Richter als auch in seinen Zuständigkeiten im Jahr 2011 stark verändert. Die Folge war, dass ganze Teilbereiche der Rechtsordnung nicht oder kaum noch einer Kontrolle im Hinblick auf die Grundrechte unterlagen. Auch die Kontrolldichte ist als eine spätere Folge der Umgestaltung nunmehr eingeschränkt. Noch viel abrupter und dramatischer, ohne eine Verfassungsmehrheit, wie sie in Ungarn gegeben war, waren die Eingriffe in die Unabhängigkeit und die Funktionsfähigkeit des polnischen Verfassungstribunals. Diese führten dazu, dass das Verfassungsgericht seine Funktion als Hüter der Grund- und Menschenrechte nicht mehr auszuüben vermag. Das Verfassungstribunal wehrte sich, indem es das neue Verfahrensgesetz in einem Akt der Selbstverteidigung zur Gänze für nichtig erklärte. Stanislav Bernhard, der in diesem Jahr auch Fellow hier im WIKO ist, war der Berichterstatter in dieser bemerkenswerten Entscheidung. Die Venedig-Kommission bescheinigte wenige Tage später in noch nie dagewesener Schärfe der polnischen Regierung, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit durch ihr Verhalten zu untergraben. Das Fazit: Das polnische Verfassungstribunal kann nicht mehr als effektive Kontrollinstanz im Menschenrechtsschutz, im Grundrechtsschutz angesehen werden. Die Folgen dessen in Polen, aber auch im Rahmen der Europäischen Union bleiben abzuwarten. Verfahren sind im Gange. Ich möchte mich hier auf eine allgemeinere Bemerkung zurückziehen und feststellen, dass der Menschenrechtsschutz, weil er maßgeblich auf die Effektivität gerichtlicher Rechtsdurchsetzung auch in den Mitgliedstaaten angewiesen ist, mit den Angriffen auf Unabhängigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit gleichzeitig getroffen ist. Dieser Zusammenhang zeigt sich nicht nur in Analysen der Rechtsprechung, sondern wird auch unmittelbar deutlich, wenn man die Situation in Polen ansieht. In beiden Fällen wird der Menschenrechtsschutz damit, um es gelinde auszudrücken, in die Defensive gebracht. Die weitere Entwicklung kann niemand voraussagen. Die Dialogbereitschaft mit jenen Richtern dieser Gerichte am Scheideweg, die sich nach wie vor den europäischen Werten verpflichtet fühlen, und die gibt es. Dieser Dialog muss aufrechterhalten werden und wie einige von Ihnen wissen, leistet auch das Wissenschaftskolleg einen Beitrag dazu.
Auf der Skala des Erfreulichen geht es weiter bergab. Es gibt leider auch Verfassungsgerichte, welche die Phase der Ambivalenz bereits hinter sich wissen und sich vom konstruktiven Dialog verabschiedet haben. Das russische Verfassungsgericht hatte noch in den ersten Jahren der Mitgliedschaft Russlands in der EMRK ganz deutlich seinen Willen zum Ausdruck gebracht, den Entscheidungen des EGMR zu folgen. Im Jahr 2010, nach ersten Anzeichen in den Jahren davor, wurde eine klare Wende eingeleitet im Fall Konstantin Markin, ein alleinerziehender Soldat, der erfolglos um die Gewährung einer Väterkarenz angesucht hatte, war vor dem russischen Verfassungsgericht nicht erfolgreich, erreichte aber vor dem Straßburger Gerichtshof die Feststellung einer Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts. Das nahm das russische Verfassungsgericht zum Anlass, um in einer gutachtlichen Entscheidung vom Juli 2015 das Verhältnis der Verfassung zu den Urteilen des Menschenrechtsgerichts zu erörtern und eine nicht erfreuliche Feststellung zu treffen. Danach dürfen Urteile dann nicht vollstreckt werden, wenn sie den grundlegenden Verfassungswerten der Russischen Föderation widersprechen und wörtlich die Teilnahme der Russischen Föderation an einem internationalen Vertrag bedeutet nicht die Aufgabe der nationalen Souveränität. Weder die EMRK noch Rechtsstandpunkte des Menschenrechtsgerichts, die darauf gestützt werden, können den Vorrang der Verfassung beseitigen. Ein kurz danach ergangenes Gesetz schreibt diesen Zustand nun fest und das russische Verfassungsgericht hat von dieser Kompetenz bereits mehrfach Gebrauch gemacht. Was ist die Antwort darauf aus Straßburg? Sie kommt vom November 2018. Der Fall ist durch die Medien gegangen und hat großes Echo hervorgerufen. Der Fall des russischen Oppositionellen Nawalny, der bekanntlich nach mehreren Demonstrationen willkürlich in Haft genommen worden war. Eine Verletzung der Justizgarantien wurde festgestellt, auch der Versammlungsfreiheit, aber eben auch des Artikel 18 EMRK, der so ein Schattendasein über Jahrzehnte geführt hat. Er verbietet den Staaten, Freiheitsrechte zur Verfolgung unzulässiger Ziele zu beschränken. Russland wird bescheinigt, das unzulässige Ziel zu verfolgen, den politischen Pluralismus zu unterdrücken. Eine solche Feststellung muss als bewusste Stigmatisierung des Handelns der russischen Behörden verstanden werden. Ein ähnlich düsteres Bild zeigt sich in der Entwicklung in der Türkei. Große Hoffnungen ruhten auf dem türkischen Verfassungsgericht nach der Einführung der Verfassungsbeschwerde im Jahr 2012. Ermutigenden Entscheidungen bis hinein in das Jahr 2018 stehen deutliche Zeichen eines schleichenden Self-Restraint gegenüber. Unzulässigkeitsentscheidungen in heiklen Fällen mehren sich. Zwei Verfassungsrichter wurden im Gefolge des Putschversuchs im Juli 2015 verhaftet, dann ihres Amtes enthoben. Rechtsschutz in der Türkei hatten sie nicht. Ein weiterer Fall einer unzulässigen Beschwerde betraf den kurdischen Parteiführer Demirtas. Die Entscheidung ging nahezu gleichzeitig mit dem Nawalny-Urteil. Auch hier stellte der EGMR neben der Verletzung von Artikel 5 Freiheit der Person und des Rechts auf freie Wahlen auch eine Verletzung von Artikel 18 der Konvention fest. So viel zu dieser Kategorie. Und nun könnte man für die nächste Kategorie sagen, im Volksmund, schlimmer geht immer. Den krassesten Fall der Ablehnung internationaler Menschenrechte bilden die Abläufe in Venezuela. Es wird als in der amerikanischen Literatur als Code-Inspired Treaty Exit bezeichnet. Nun, was war geschehen? Der Interamerikanische Menschenrechtsgericht, das hat der Gerichtshof in San Jose, hatte gemeint, dass die Entfernung von drei Richtern von der Richterbank durch das Verfassungsgericht selbst gegen die Konvention verstoße. Damit war für das Verfassungsgericht in Venezuela der Konfrontationskurs angesagt. Es sprach aus, dass der Interamerikanische Gerichtshof die Aufgaben des Verfassungsgerichts verdränge, weshalb das internationale Urteil nicht umgesetzt werden könne. Doch damit nicht genug. Im selben Atemzug forderte es die Regierung auf, die Konvention zu kündigen, weil sich das internationale Gericht in San Jose Kompetenzen angemaßt habe,
die ihm nicht zustünden. 4 Jahre später kündigte Venezuela den Vertrag mit der Begründung, dass der Gerichtshof ständig gegen die Konvention verstoßen würde. Die Regierung berief sich ausdrücklich auf die Rechtsprechung ihres Verfassungsgerichts. Ich verwende das Possessivpronomen bewusst. Zum Schluss der EuGH. Er galt in den 1980er Jahren als ein Gericht, das die Grund- und Menschenrechte in sein Prüfprogramm integrierte, ohne dass es hierfür eine ausdrückliche normative Basis im Gemeinschaftsrecht und später im Unionsrecht gab. Dies geschah nicht ganz freiwillig. Der Gerichtshof sah sich mit dem Einwand eines nicht hinreichenden Grundrechtsschutzes im Gemeinschaftsrecht von Seiten der Verfassungsgerichte, insbesondere des Bundesverfassungsgerichts, konfrontiert. Weil der EuGH dieses Grundrechtsdefizit kompensieren wollte und wohl auch musste, um nicht zurückzubleiben, stieg die Zahl der Urteile mit Bezugnahmen auf die MRK und die Straßburger Judikatur, bis die Grundrechtecharta endlich im Jahr 2009 mit dem Vertrag von Lissabon in Kraft treten konnte. Doch auch nach dem Inkrafttreten der Charta bezieht sich der EuGH wiederholt auf die Menschenrechtskonvention. Das ist im Übrigen nicht nur naheliegend, sondern letztlich geboten. Die Einzelheiten der Begründung erspare ich Ihnen. Und dennoch erwies sich der EuGH nicht gerade als menschenrechtlicher Musterschüler. Vielmehr wurde im Gutachten 2013 vom 18. Dezember 2014 zum geplanten Beitritt der Europäischen Union zur MRK massive Bindungsangst deutlich, die ihre Ursachen auch in der Sorge um die eigene Stellung im Konzert der Europäischen Gerichtshöfe und der Verfassungsgerichte haben könnte. Obwohl nämlich Artikel 6 Absatz 2 des Unionsvertrags den Beitritt ausdrücklich vorsieht, fand der EuGH mit teils schwer nachvollziehbaren Argumenten doch einige Haare in der Suppe des Entwurfs des Beitrittsabkommens und er lehnte ihn ab. Es ist erfreulich, wenn man die letzten Meldungen aus Brüssel hört, dass Kommission und Rat in diesen Tagen im Begriffe sind, den letzten Bedenken des EuGH mit Vorschlägen der Modifikation des Beitrittsabkommens konstruktiv zu begegnen. Meine Damen und Herren, wahrscheinlich sind Sie schon erschöpft. Ich habe Ihnen jetzt so etwas wie eine Familienaufstellung der europäischen Verfassungsgerichte geboten und ich möchte auf dieser Basis vier Charakteristika herausarbeiten für das von Menschenrechten getragene gerichtliche Beziehungsgeflecht, das ich hier einmal europäische Verfassungsstaatlichkeit nennen möchte. Diese Charakteristika sind subjektive Rechte in Bezug auf Demokratie und rechtsstaatsbezogene Garantien, das Hineinwirken in das innerstaatliche Recht, die Berufung auf Soft Law und schließlich der Vorgang des Vergleichens und Vergewisserns. Zum Ersten zu subjektiven Rechten im Bereich der Staatsorganisation. Dieses Charakteristikum bedeutet, dass der nationale Gesetzgeber nicht nach Belieben über staatsorganisatorische Grundentscheidungen ungeachtet verfassungsrechtlicher Schranken verfügen kann. Moderne Menschenrechtskataloge nehmen auf Rechtsstaat und Demokratie an verschiedenen Stellen Bezug. Sie erinnern sich an die Gesetzesvorbehalte, die das Gesetz zur Grundlage eines jeden Eingriffs machen und das legitime Ziel eines Eingriffs an die demokratische Gesellschaft, die Notwendigkeit in der demokratischen Gesellschaft binden. Doch über diesen vordergründigen Reflex, so vordergründig ist er gar nicht, aber über diese Reflexe hinaus sind Menschenrechte nicht belanglos geblieben. Ich habe hier den Artikel 21 der Menschenrechtserklärung dargestellt, für den übrigens ein deutscher Jurist maßgeblich mitverantwortlich ist, nämlich Karl Löwenstein, ein Münchner Rechtsanwalt, der 1933 Deutschland auf der Flucht vor den Nazis verlassen musste. Und bei der Formulierung des Statement of Essential Human Rights, das später in den Humphrey Draft im Bereich der Vereinten Nationen einfloss, er hat hier maßgebliche Formulierungsvorschläge unterbreitet, die dann dazu geführt haben, dass dieser Artikel in die Menschenrechtserklärung gekommen ist und später in der darunter dargestellten Europäischen Menschenrechtskonvention Niederschlag gefunden hat. Daneben finden wir auch viele subjektive Rechte im Bereich
der Justiz, die zum Teil im Rechtsstaatsprinzip von Verfassungen verankert sind. Ich erwähne die Unabhängigkeit der Richter, die eben im Artikel 6 der Menschenrechtskonvention ein direktes, subjektives Menschenrecht geworden ist. Und blickt man auf die Menschenrechte, sieht man auf die Entwicklung der Rechtsprechung, dann sieht man, dass die rechtsstaatlichen Garantien zunächst im Vordergrund der Rechtsprechung standen, dass aber die politischen Rechte, vor allem die Wahlrechtsgarantien, in den letzten Jahren doch stark an Boden gewonnen und an Bedeutung gewonnen hat. Es ist im Artikel 3 des ersten Zusatzprotokolls eben nur von in regelmäßigen Abständen freie Wahlen die Rede, abzuhalten die Rede. Und aus dem hat die Rechtsprechung etwa auch Anforderungen an die Zulässigkeit, an die Höhe von Prozentklauseln für den Einzug in das Parlament und Ähnliches entwickelt. Bedingungen des aktiven und passiven Wahlrechts wurden daran gemessen. Großbritannien und Italien mussten hier die Erfahrung machen, dass das Einwirkungen auf das innerstaatliche Recht haben konnte. Die vergangenen Jahre haben damit gezeigt, dass gerade das Wahlrecht ein wesentlicher Angelpunkt in der Rechtsprechung sein kann und eben gerade bei politischen Wechseln in den Mitgliedstaaten Auswirkungen auf die Zukunft der Demokratie haben kann, die eben von den Menschenrechten begleitet wird. Die Folge aus diesem Befund ist, dass die Menschenrechte kein vollständiges Staatsorganisationsrecht abbilden und ersetzen können und sollen. In Verbindung mit den auf staatlicher Ebene der Verfassung verankerten Institutionen stützen und verstärken sie aber Rechtsstaat, Demokratie und Gewaltenteilung. Sie geben das Staatsmodell eines demokratischen Rechtsstaats europäischer Prägung vor, ohne die Einzelheiten zu regeln. Sie können daher in diesem Sinn als menschenrechtliche Nebenverfassung bezeichnet werden. Ich komme damit zum zweiten Charakteristikum, dem unmittelbaren Hineinwirken in das staatliche Recht. Hier sehen wir, dass die Verfassungen zum Teil Bezug nehmen. Ich erwähne Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz als ein hervorragendes Beispiel. Ich erwähne nicht in verfassungsrechtlicher Ebene, aber mit vergleichbarer Wirkung den Human Rights Act aus dem Jahr 1998. Auf dieser Basis etablierte sich auch rechtlich eine enge Verzahnung von Menschenrechten und Verfassungsrecht, aber es blieb nicht bei einem Nebeneinander von Menschenrechten und Verfassungsrecht, sondern die nationalen Gerichte haben dieses Hineinwirken durch ihre Judikatur verstärkt. Die Verfassungsgerichte in meinen Typen 1 und 2 haben hier maßgeblich mitgewoben und einen Acquis de droit de l'homme heute als europäische Errungenschaft der Rechtskultur herausgebildet. Für das Wissen um den Beitrag der Verfassungsgerichte ist die Einsicht entscheidend, dass der effektive Menschenrechtsschutz zuvörderst innerstaatlich gewährleistet werden muss. Internationaler Rechtsschutz ist einem allgemeinen völkerrechtlichen Grundsatz entsprechend stets subsidiär. Das kommt im Erfordernis der Erschöpfung innerstaatlicher Rechtswege zum Ausdruck. Gerichtliche Entfaltung an konkreten Fällen und ihr Einfluss auf die Gesetzgebung finden direkter, situationsbezogener und regelmäßig mit höherer Legitimation auf der innerstaatlichen Ebene statt. Dabei entwickeln die Verfassungsgerichte und die übrigen staatlichen Gerichte die Garantien weiter, häufig mit höherer dogmatischer Durchdringung, mit einer Anpassung an das jeweilige staatsrechtliche System und nicht selten auch mit höherem Schutzniveau. Damit bin ich bei einem weiteren Charakteristikum des Zusammenstoßens von Verfassungsgerichtsbarkeit und Menschenrechten, nämlich dass im Menschenrechtsbereich häufiger auf nicht verbindliche Texte Bezug genommen wird. Das geschieht durchaus auch im innerstaatlichen Recht. Das Commonwealth, die Staaten aus dem Commonwealth, die mit einem dualistischen System konfrontiert sind und so gezwungen sind, im innerstaatlichen Recht nicht verbindliche Verträge anzuwenden, das hat aber auch in anderen Staaten Bedeutung gewonnen. Noch viel dynamischer ist hier die Praxis auf der Ebene der europäischen Gerichte und der türkische Streikrechtsfall zeigt das wohl am allerdeutlichsten, wo der Europäische Gerichtshof als Interpretationsquellen neben dem Vertragsrecht anderes durch zuständige Organe nicht beschränkt auf Gerichte und die Praxis der Staaten erwähnt, die ihre gemeinsamen Werte widerspiegelt.
Der Konsens, so wörtlich das Gericht, der aus speziellen internationalen Instrumenten und der Staatenpraxis erfließt, bildet eine relevante Überlegung bei der Auslegung, und es wird hinzugefügt, dass ein bestimmter Staat einen konkreten Vertrag ratifiziert hat, ist im Einzelfall gar nicht entscheidend. Das führt dann zu einer doch weiten Entwicklung, wie beim Streikrecht für Beamte. Das Bundesverfassungsgericht hat aber vorgeführt, dass man mit Mitteln der Auslegung diese weitgehenden Auslegungsergebnisse doch zu einem Ergebnis bringen kann, die mit der Verfassung vereinbar sind. Zum Letzten, dem Vergleichen, Vergewissern und Verändern als charakteristische Schritte im Vorgehen der Verfassungsgerichte, wenn sie mit Menschenrechten handeln. Gerichte vergleichen innerstaatliche mit europäischen Garantien. Sie vergewissern sich der Vereinbarkeit des auf verfassungsrechtlicher Basis gewonnenen Ergebnisses mit dem internationalen Recht. Und sie verändern schließlich ihre Rechtsprechung dort, wo es notwendig erscheint. Zum Vergleichen. Auslegung von Grundrechten des Verfassungsrechts, die eine Entsprechung im europäischen Recht haben, ist verwandt mit dem, was wir im innerstaatlichen Recht mit systematischem Denken oder systematischer Interpretation umschreiben. In zahlreichen Verfassungen europäischer Staaten ist der Einfluss internationaler Menschenrechtsgarantien auf das nationale Verfassungsrecht unverkennbar. Vergleiche mit internationalen Menschenrechtsgarantien können auf diese Weise ein systematisches Argument sein, aber auch ein Ausdruck entstehungsgeschichtlicher, historischer Auslegung. Auch die europäischen und internationalen Gerichtshöfe vergleichen. Einerseits vergleichen sie innerhalb des internationalen Rechts, andererseits vergleichen sie die Auslegung europäischer wie nationaler Garantien durch innerstaatliche Gerichte, insbesondere der Verfassungsgerichte. Dies ist der Vorgang bei der Feststellung eines europäischen Standards und ein Zwischenschritt bei der sogenannten autonomen Interpretation. Auf das Vergleichen folgt der Vorgang des Vergewisserns. Erbringt das Vergleichen das Ergebnis der Identität oder gar ein höheres Niveau des innerstaatlichen Grundrechtsbestandes, so sind die Konsequenzen der Einbeziehung internationaler Standards jedenfalls bei zweipoligen Grundrechtsverhältnissen gering. Es gibt in den Menschenrechtskatalogen am Ende jeweils eine normative Basis für den Vorrang günstigeren nationalen Rechts. Die Berücksichtigung internationaler Standards hat aber darüber hinaus einen wesentlichen Mehrwert für die Begründung des Ergebnisses staatlicher Gerichte. Die Standards legitimieren Entscheidungen zusätzlich, wobei der Zusatznutzen stark vom jeweiligen Verfassungsbewusstsein und der Autorität des Verfassungsgerichts abhängt. Auch dort, wo keine Korrektur notwendig ist, kann ein neuer und zusätzlicher Begründungsstrang aus dem europäischen Recht hinzutreten und so das Durchdeklinieren eines Grundrechtssachverhalts im internationalen Kontext ermöglichen, gleichsam als zusätzliche Reflexionsschleife. Beispiele für solches Vorgehen sind Begründungen von Verfassungsgerichten, die manchen Umweg in methodischer Reflexion gehen, um zum Ergebnis zu gelangen, das womöglich auch bloß auf der Basis des Verfassungsrechts erzielt worden wäre. Im Übrigen findet dieses Vergewissern nicht nur bei Gerichten statt, sondern auch bei Gesetzgebern und im Bereich der Verwaltung und Regierung. Ich verweise hier auf ein hervorragendes Beispiel des deutschen Bundesjustizministeriums, das jedes Jahr zwei Berichte über die wichtigsten Entscheidungen aus der Rechtsprechung des EGMR mit einer Kurzanalyse der Konsequenzen für Deutschland herausgibt und damit den Boden aufbereitet für ein entsprechendes Vergewissern durch die Gerichte. Verändern. Im Fall des Zurückbleibens des nationalen Standards liegen die Folgen des Vergewisserns naturgemäß in einer Reaktion darauf. Die Reflexion führt hier bei völkerrechtsfreundlicher Haltung zu Korrekturerfordernissen, Anpassungen und Veränderungen der Rechtsprechung. Das kann, muss aber nicht Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Häufiger und bedeutsamer sind neue Wege in den Begründungen. Ich habe bereits das Beispiel der Sicherungsverwahrung genannt, wo unterschiedliche Begründungswege in Straßburg und Karlsruhe zu ähnlichen Ergebnissen führen. Die letzten Jahre bieten manches Beispiel für Krisen
europäischer Rechtsstaaten. In den meisten Fällen waren und sind die Verfassungsgerichte von diesen Krisen nicht nur mit betroffen, sondern gleichsam im Zentrum der Krise. Mit der Kategorie der Verfassungsgerichte am Scheideweg wurden einige dieser Gerichte genannt und im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, aber auch in Absprache mit Herrn Grimm, werde ich mich hier etwas kürzer halten. Die Krisen werden durch direkte Einflussnahmen auf Zusammensetzung der Gerichte, Vergrößerung des Gerichts Ungarn, Verdopplung von Richterwahlen nach Machtwechsel Polen oder gar die Abberufung von Richtern Türkei begleitet. Massive Änderungen des Verfahrensrechts sind ein zweiter Punkt, Nichtbefolgung der Entscheidungen der Gerichte ein dritter. Ich möchte mich auf eine Beobachtung hier beschränken. Verfassungsgerichte, die direkt ins Visier genommen werden, können durch Menschenrechte und internationale Instanzen allein nicht geschützt werden. Wohl aber kann ein Zusammenwirken internationaler Instanzen und der Verfassungsgerichte anderer Mitgliedstaaten, wenn schon nicht das Feuer löschen, so zumindest als Brandthema wirken. Für eine begrenzte Zeit können sich in einem integrierten Verbund wie der Europäischen Union, wesentlich schwächer dem Europarat, Organe von außen auf die Vorgänge der Umgestaltung demokratischer Rechtsstaaten richten. Sie werden dabei weniger erfolgreich sein, wenn sie sich das Ziel setzen, in kurzer Zeit die für die Verfassungsgerichte negativen Entscheidungen zu revidieren. Vielmehr sollte ein erstes Ziel, ohne das zweite aus den Augen zu verlieren, darin liegen, die Bedingungen der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit, aber auch der Wissenschaftsfreiheit und vor allem der Effektivität einer unabhängigen Justiz durch subsidiäre Schutzmechanismen und Verfahren auf, soweit es geht, hohem Niveau zu erhalten zu versuchen. Der transnationale Schutz kann nicht allein auf die Verfassungsgerichte gerichtet sein. Dafür haben sich europäische Organe nicht unbedingt in den letzten Jahren als hinreichend stark erwiesen. Vielmehr müssen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für den freien öffentlichen Diskurs und für freie Wahlen der Fokus sein, um dem Volk die Möglichkeit zu erhalten, einen Machtwechsel herbeizuführen, sofern sich die Mehrheit in den nächsten Wahlen dafür entscheidet. Die Menschenrechte sollen, kurz gesagt, fairen Wettbewerb der Kandidaten und Ideen vor Wahlen garantieren. Für das richtige Wahlergebnis sind sie nicht zuständig. Ich komme zum Schluss. Die heute vorgetragenen Überlegungen gründen sich auf die Verknüpfung der Menschenrechtsidee mit Demokratie, Gewaltenteilung und unabhängiger Justiz, wie sie bereits in den Menschenrechtskatalogen des 18. Jahrhunderts im Grundsatz angelegt waren. Diese Verknüpfung bildete ein Programm, das sich mit den neuen Verfassungen im Herbst des Jahres 1918 in der Überwindung monarchischer Systeme durchzusetzen begann. Nach dem Scheitern neuer Demokratien in Deutschland und anderswo folgte nach 1945 die Wiederauferstehung der Menschenrechtsidee, diesmal maßgeblich getragen vom internationalen Recht. Gerichtlicher Rechtsschutz wurde zum Bestimmungsmerkmal. Auf diese Weise und in dieser institutionellen Begleitung haben Menschenrechte heute in mehrfacher Hinsicht Bedeutung. Sie geben erstens Demokratie und Rechtsstaat jenseits staatlicher Verfassungen transnationalen Flankenschutz, indem sie den Regierungen Schranken setzen, die den Weg eines demokratischen Rechtsstaats verlassen möchten. Zweitens verschaffen sie dem Einzelnen eine zusätzliche gerichtliche Instanz außerhalb der Gerichtsbarkeit des eigenen Staates. In zehntausenden Fällen waren Beschwerdeführer in den letzten Jahrzehnten erfolgreich, Russen wie Portugiesen, Schweden wie Griechen. Jenseits der konkreten Fälle haben die Entscheidungen drittens Ausstrahlungswirkung, ich weiß, dass dieses Wort grundrechtsdogmatisch in Deutschland besetzt ist, nicht nur im selben Mitgliedstaat, sondern häufig auch in anderen Staaten. Viertens bilden sie damit zusammenhängend eine zusätzliche Reflexionsebene für die Höchstgerichte eines Staates und zwar auch für solche, die scheinbar unangefochten seit langem die staatlichen Grundrechte effektiv entfalten konnten. Auch sie können sich ihre Begründungswege und Ergebnisse vergewissern. Und fünftens schließlich bilden sie ein Wertefundament, das sich auf verschiedenen Ebenen auch, aber nicht nur in der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte manifestiert. Dieser letzte Punkt hat seinen Ursprung im Juristischen, transzendiert ihn aber. Das Ringen um gesellschaftspolitische Lösungen,
Die Weiterentwicklung von Rechten und Pflichten folgt auf der Folie eines internationalen, wenigstens gemeineuropäischen Wertekonsenses, wie er in den Präambeln von Satzungen und europäischen Verträgen verankert wurde. Man kann ihn verlassen, aber die Kollateralschäden sind erheblich. Nicht nur für jene, die als Schwächere, als Minderheit des Schutzes durch Menschenrechte besonders bedürfen. Auch die Gesellschaften insgesamt, die sich von Pluralismus und Liberalität abwenden, laufen Gefahr, irreversible Schäden zu erleiden. Die Bereitschaft der Anerkennung des Werts internationaler Menschenrechte und mit ihr der Notwendigkeit des Rechtsschutzes durch unabhängige staatliche und überstaatliche Gerichte als Forderung sollte unabhängig von politischen Einstellungen in westlichen Demokratien außer Streit gestellt sein. Die Auseinandersetzung um das Verfassungssystem bewegt sich vor Alternativen gestellt zwischen Modellen integrationsoffener Verfassungen auf der einen Seite und isolationistischen Systemen auf der anderen Seite. Verfassungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist dieser Weg in den Isolationismus auf der Basis der Rechtsgrundlagen der Union im Grunde abgeschnitten, sofern die entsprechenden unionsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Schranken gewahrt bleiben und respektiert werden. Der Rechtszustand eines Staates, so Dieter Grimm, lässt sich in dieser Situation nicht mehr allein am nationalen Recht ablesen. Überlagerungen, Modifikationen, Verdrängungen und Eingliederungen in neue und andere systematische Zusammenhänge finden notwendig statt. Diese Entwicklungen wurden seit den 1990er Jahren theoretisch in der Konstitutionalismusdebatte verarbeitet. Die Annahme der Konstitutionalisierung des internationalen Rechts beruht auf hierarchisch und monistisch geprägten Vorstellungen vom Recht und hat manche Ansätze in der Rechtsentwicklung gezeigt. Nicht selten wurden die Menschenrechte als Beleg angeführt. Die tatsächliche Entwicklung hat dieses Programm aber nicht unbedingt bestätigt. Der Staat und seine Organe sind in der Normsetzung, jedenfalls aber in der Rechtsdurchsetzung, zentrale Bezugspunkte geblieben. Empirische Einwände gegen einen uniformen Menschenrechtsschutz gleichstaatlichen Verfassungen weisen zu Recht auf die verschiedenen Spielarten transnationaler Erzeugung von Normen und hybriden Texten hin. Diese Erscheinung eines Pluralismus und der Internationalisierung des öffentlichen Rechts zeigt sich im besonderen Maße an den Grund- und Menschenrechten. Hier spüren wir am deutlichsten die Pluralisierung der Werte und damit zuvörderst auch dessen, was wir unter Gemeinwohl verstehen. Was ein öffentliches Interesse und was ein legitimes Ziel ist, zu dessen Gunsten Rechte des Einzelnen beschränkt werden, ist vom internationalen und europäischen Diskurs heute mindestens mitbestimmt. Auf völkerrechtlicher Ebene kann dem Spannungsverhältnis mit Thomas Frank durch das Abstellen auf die faktische Befolgung Rechnung getragen werden, Pull towards Compliance, die wiederum durch den Glauben an die Validität des Normerzeugungsverfahrens bestimmt ist. Zum Schluss. Im auf Integration angelegten Verfassungsstaat kann sich auch der Richter, zumal der Verfassungsrichter, dem internationalen Diskurs und den so geprägten Werturteilen nicht entziehen. Er unterliegt nicht nur den nationalen Prägungen, sondern er muss grundsätzlich offen sein für andere Rechtsverständnisse. Der integrationsoffene, kooperationsbereite Verfassungsstaat vereint die Bewahrung seiner Verfassungsidentität mit der Erfüllung der Anforderungen aus dem internationalen Bereich, die maßgeblich von den europäischen Gerichtshöfen formuliert werden, im Einzelnen aber von den Verfassungsgerichten übersetzt, angepasst und legitimiert werden müssen. Mit diesem Rollenverständnis können Sie effektiven Rechtsschutz gewähren und leistungsfähige Partner im Gerichtsverbund sein, um an dieser Schnittstelle internationale Kooperation mit verfassungsrechtlichen Anforderungen in Ausgleich und in Konkordanz zu bringen. Voraussetzung ist das Vertrauen in Ihre Unabhängigkeit und der Respekt der übrigen Staatsorgane vor dieser Unabhängigkeit. Vielen Dank für Ihre Geduld. Meine Damen und Herren, Herr Grabenwarter und ich sind heute Abend hier nicht zusammengespannt worden, weil wir etwa bekannte Antipoden in Sachen Menschenrechten wären. Ich kann keine Gegenposition zu dem formulieren, was Herr Grabenwarter entwickelt hat.
Und ich beschränke mich deswegen auf einige Ergänzungen und einige Relativierungen. Zuerst der universale Menschenrechtsschutz. Ich denke, der universale Menschenrechtsschutz krankt daran, dass er nicht gerichtlich durchsetzbar ist. Es gibt auf der universalen Ebene, der globalen Ebene, nur Monitoring-Systeme, die aber keine Konsequenzen für die Individuen haben, deren Menschenrechte möglicherweise verletzt worden sind. Das heißt also, die universalen Menschenrechte verharren weitgehend auf der Ebene der Appelle oder der indirekten Wirksamkeit als Soft Law, wie Herr Grabenwarter das dargestellt hat. Das Fehlen einer gerichtlichen Durchsetzungsinstanz bringt die universalen Menschenrechte auch um die Chance einer allmählich verbindlichen Auslegung. Das wäre für den Menschenrechtsschutz, den universalen Menschenrechtsschutz, besonders wichtig, weil die Unterschiede im Verständnis, inhaltlich wie funktional, der Grundrechte erheblich höher sind als etwa in den Staaten oder auch in den Regionen. Es gibt äußerst unterschiedliche Schutzstandards nebeneinander, ohne dass eine Annäherung im Lauf der Zeit eintrete, wie sie durch die konkrete Fallarbeit von Gerichten möglich wäre. Der universale Menschenrechtsschutz krankt aber weiter daran, dass er bisher nur Schutz durch internationale Organisationen ist, aber nicht Schutz vor internationalen Organisationen. Der Entstehungsgrund für die universalen Menschenrechte, für die Menschenrechte überhaupt, aber die universalen insbesondere, waren natürlich die Menschenrechtsverletzungen durch Staaten, während internationale Organisationen als Garanten der Menschenrechte gegenüber den Staaten auf den Plan traten. Aber inzwischen muss man die Frage stellen, ob es dabei bleiben kann oder ob auch ein Schutzbedürfnis gegenüber internationalen Organisationen besteht. Der Grund liegt natürlich in den dramatischen Wandlungsprozessen, die das Völkerrecht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt hat. Die Staaten haben bekanntlich Hoheitsrechte auf internationale Organisationen übertragen und damit ist die jahrhundertealte Identität von öffentlicher Gewalt mit Staatsgewalt aufgelöst. Das Bedürfnis nach Grundrechtsschutz, Menschenrechtsschutz, hängt aber nicht an der Qualifizierung einer politischen Einheit als Staat, sondern es hängt an der Innehabung und Ausübung öffentlicher Gewalt. Und das tun internationale Organisationen, nicht alle, aber viele, in erheblichem Maße. Aber bisher sind auch diejenigen internationalen Organisationen, zu deren Aufgaben der Menschenrechtsschutz gehört, nicht bereit, sich Menschenrechten zu unterwerfen. Die Europäische Union ist die einzige Ausnahme. Menschenrechtsverletzungen durch UN-Friedenstruppen haben das Problem auf die Tagesordnung gesetzt. Juristisch relevant wurde es dann durch den Fall Kadi, allen Juristen bekannt, aber ich nehme an, es sind nicht nur Juristen im Saal. Der Hintergrund des Falles Kadi war die Terrorismusbekämpfung nach 9/11. Der Weltsicherheitsrat hatte einige Resolutionen gefasst, in denen die Vermögenswerte von Personen, von denen man annahm, dass sie Bin Laden unterstützten, einzufrieren waren. Rechtsschutzmöglichkeiten gegen diese Maßnahmen von Seiten der Betroffenen gab es nicht. Kadi war einer der Betroffenen. Die Europäische Union setzte die Resolution pflichtgemäß in Verordnungen um, die dann wiederum für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bindend waren. Kadi suchte Rechtsschutz vor den europäischen Gerichten und der Europäische Gerichtshof erklärte, wiederum kommt das Juristen nicht unbekannt vor, solange auf der Weltebene kein ausreichender Grundrechtsschutz besteht, wird die Europäische Union diesen Grundrechtsschutz gegenüber Maßnahmen der UN ausüben. Das heißt also, der Europäische Gerichtshof machte gegenüber der Vereinten Nationen genau das, was er dem Bundesverfassungsgericht gegenüber sich selber einige Jahre vorher verbieten wollte. Nun löst das Problem
aber nicht, dass ein europäisches Gericht sagt, wir werden europäischen Grundrechtsschutz gegen UN-Maßnahmen ins Feld führen, denn das bleibt auf Europa beschränkt und es gibt noch andere Erdteile außer Europas. Bei der UN ist das Problem mittlerweile angekommen. Der Weltsicherheitsrat hat noch 2006 formuliert, the Security Council attaches vital importance to promoting the peace and the rule of law, including respect for human rights. 2010 lautete der äquivalente Satz, the Security Council expresses its conviction to ensure that all UN efforts to restore peace and security themselves respect and promote the rule of law. Die Maßnahmen, das umzusetzen, bleiben bislang begrenzt. Sie begrenzen sich im Grunde auf Schulungen und auf Code of Contacts für diejenigen, die in UN-Missionen tätig sind. Anders als bei den universalen Menschenrechten, über die ich jetzt gesprochen habe, ist die Situation beim regionalen Menschenrechtsschutz der älteste und der effektivste wird geleistet vom Europarat mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Darüber hat Herr Grabenwarter ausführlicher gesprochen. Später kam die American Convention on Human Rights dazu, 1969. 1979 gibt es den Inter-American Court, aber man muss sofort hinzusagen, die USA und Kanada unterstellen sich nicht der Jurisdiktion, bleibt also auf Mittel- und Südamerika beschränkt. Seit 1982 gibt es eine African Charter of Human Rights, seit 2001 ein dafür zuständiges Gericht, das aber erst 2006 seine Arbeit aufgenommen hat. Und darüber lässt sich noch wenig sagen, weil die Zahl der Urteile kaum über 20 hinausgekommen ist bis jetzt. Karen Alter in Chicago, die eine der besten Kennerinnen der internationalen Gerichtsbarkeit ist, nennt alle diese anderen regionalen Menschenrechtsschutzorganisationen Pale Companions, verglichen mit den europäischen, oder Poor Cousins der europäischen Gerichte. Auch die arabischen Staaten haben ihren eigenen Menschenrechtsschutz, über den ich gar nichts zu berichten weiß. Vielleicht gibt es jemand im Auditorium, der darüber Näheres weiß. In Asien gibt es nichts dergleichen bislang. Regionalen Menschenrechtspakte inklusive der Europäischen Menschenrechtskonvention sind geschaffen worden zur Verbesserung des Menschenrechtsschutzes gegenüber den Staaten, etwa Staaten mit relativ lückenhaften Grundrechtskatalogen. Das würde auf Österreich zutreffen mit einem Grundrechtskatalog, der auf 1867 zurückgeht und dessen Lücken mithilfe der EMRK gefüllt werden. Aber natürlich noch mehr für Staaten mit defizienter Grundrechtsverwirklichung, und dafür könnte man sehr viele Beispiele benennen. Das europäische Menschenrechtsinstrument gilt natürlich auch für Staaten, die einen sehr hohen Grundrechtsschutzstandard haben, und für diese bieten sie eine potenzielle Gefahr. Die regionalen Pakte formulieren ja keinen Höchststandard an Menschenrechtsschutz, sondern einen Grundstandard an Menschenrechtsschutz. Und das bedeutet für Staaten mit einem sehr hohen Standard die Möglichkeit jedenfalls einer Verschlechterung des Grundrechtsschutzes. Die Europäische Menschenrechtskonvention hat die Situation durchaus erkannt. Es gibt einen Artikel 53, der sagt, kein europäisches Urteil darf die Menschenrechtssituation, den Menschenrechtsstandard, wie er in den Mitgliedstaaten garantiert ist, unterschreiten. Ob das noch immer so gehalten wird, ist nicht sicher. Denn als der Artikel 53 formuliert wurde, also sehr früh 1950, wurden Grundrechte in aller Regel nur als vertikal wirkende Grundrechte verstanden, das heißt wirksam im Staat-Bürger-Verhältnis, und sie würden ausschließlich als negatorische Grundrechte verstanden, also auch Grundrechte, mit denen man sich gegen staatliche Maßnahmen, die Grundrechte beeinträchtigten, wehren konnte. Im Lauf der Zeit hat sich der Grundrechtsschutz beträchtlich erweitert und Grundrechte wirken mittlerweile auch horizontal, nicht mehr nur vertikal. Das heißt, sie wirken auch in Privatrechtsverhältnissen. Wenn
ein Urteil der Zivilgerichtsbarkeit Auswirkungen auf die Grundrechte der Prozessparteien hat, dann müssen diese Grundrechte bei der Auslegung und Anwendung des Privatrechts berücksichtigt werden. Nun gibt es aber eine fundamentale Differenz zwischen dem vertikalen Staat-Bürger-Verhältnis und dem horizontalen Verhältnis der Bürger untereinander. Im Staat-Bürger-Verhältnis sind die Grundrechte asymmetrisch. Der Bürger hat sie, der Staat ist von ihnen verpflichtet. Im horizontalen Privatrechtsverhältnis ist das Verhältnis symmetrisch. Beide Seiten eines Prozesses haben Grundrechte. Und das führt dazu, dass, wenn das streitig wird, zu einem angemessenen Ausgleich, ein angemessener Ausgleich gesucht werden muss. Das Mittel, mit dem man das macht, ist in der Regel Abwägung. Wenn es nun so sein sollte, dass die Abwägung, die ein nationales Gericht getroffen hat, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angegriffen wird, weil der Verlierer im nationalen Rechtsstreit sagt, seine Grundrechte seien nicht hinreichend berücksichtigt worden. Und wenn dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dem Verlierer im nationalen Rechtsstreit Recht gibt, dann senkt er unweigerlich den Grundrechtsschutz für die Person, die im nationalen Recht obsiegt hat, ab. Und zu diesem Problem, was man 1950 noch nicht sehen konnte, hat der Europäische Gerichtshof meines Erachtens bisher noch keine richtige Einstellung gefunden. Nochmals anders sieht die Situation im Rahmen der Europäischen Union aus. Die Grundrechtecharta ist seit 2009 in Kraft. Diese Grundrechtecharta hat ebenfalls einen Artikel 53, der dasselbe Problem betrifft, das die Menschenrechtskonvention in dem Artikel namens 53 regelt. Im Wortlaut ist er angelehnt an die Menschenrechtskonvention, aber es gibt einen Unterschied. In ihrem jeweiligen Anwendungsbereich darf der Grundrechtsstandard nicht, der nationale Grundrechtsstandard nicht unterschritten werden. Der Anwendungsbereich der Europäischen Charta ist definiert im Artikel 51 und es heißt dort, die Menschenrechtscharta gilt für alle europäischen Organe und Institutionen, das ist ohnehin klar. Sie gilt für die Mitgliedstaaten ausschließlich, soweit diese Unionsrecht durchführen. Aber in der Interpretation des EuGH bedeutet Unionsrecht durchführen auch nationales Recht durchführen, wenn das nationale Recht in irgendeiner Beziehung zum Europarecht steht. Und das ist bei dem Vermengungsgrad, der mittlerweile zwischen den beiden Rechtsmassen eingetreten ist, fast immer der Fall. Wenn man will, wird man immer eine Beziehung entdecken. Das bedeutet also eine Zurückdrängung der nationalen Grundrechte. Das wäre im Ergebnis natürlich unschädlich, wenn der Grundrechtsschutz, den die Charta bietet und den die nationalen Verfassungen bieten, in etwa gleich wäre. Wenn man die Charta mit den nationalen Grundrechtskatalogen vergleicht, dann sieht man, dass sie ausführlicher ist, moderner ist. Viel von dem, was in Mitgliedstaaten über Rechtsprechung entwickelt worden ist, nun textlich aufnehmen. Da gibt es also keinerlei Defizite zu erkennen. Die meisten nationalen Kataloge werden durch die Charta übertroffen und nicht etwa unterboten. Aber wenn man dann auf die Interpretation der Grundrechte schaut, und die muss ja immer als selbstständiger Faktor zu den Rechtstexten hinzutreten, dann sieht man, dass es auf der europäischen Ebene doch eine Tendenz gibt, aus der Geschichte der europäischen Integration her verständlich, eine Tendenz gibt, den ökonomischen Freiheiten einen höheren Rang einzuräumen als den personalen und den kommunikativen Freiheiten. Und das ist auf der Ebene der nationalen Verfassungsgerichte, insbesondere des Deutschen, natürlich gerade umgekehrt. Die personalen und die kommunikativen Grundrechte haben eine stärkere Durchsetzungskraft als die wirtschaftlichen Freiheiten. Man kann auch sehen, dass der Europäische Gerichtshof, wenn es darum geht, Gesetze anhand von Grundrechten zu messen, mit einem doppelten Standard operiert. Europäisches Recht, Unionsrecht wird relativ lax geprüft. Es gibt wenig Fälle, wo europäisches Unionsrecht für unvereinbar mit den Grundrechten, mit den Verträgen erklärt worden ist. Nationales Recht wird mit einem strikten Standard geprüft. Schließlich, und dazu hat Herr Grabenbarter, glaube ich, alles Notwendige gesagt, hat der Europäische Gerichtshof den Beitritt
der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention verhindert. Ich hatte darin gewisse Hoffnungen gesetzt, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzelne, nämlich gerade die Hoffnung, dass eine bessere Balance dadurch zwischen ökonomischen Freiheiten und personalen und kommunikativen Grundrechten sich erreichen ließe. Schließlich will ich den Punkt aufgreifen, an dem Herr Grabenwarter sich zurückgehalten hat, nämlich die Schwächung des Menschenrechtsschutzes durch die Ausschaltung oder die Behinderung der nationalen Verfassungsgerichte. Ich will das Problem aufgreifen, es ist mir wichtig, weil Ungarn und Polen, die begreiflicherweise hier im Mittelpunkt des Interesses stehen, ja keine singulären Erscheinungen sind, sondern Ungarn und Polen sind der europäische Ausdruck eines Trends, der vielerorts zu beobachten ist, nämlich der Transformation von pluralistischen Demokratien in mehr oder weniger autoritäre Regime. Und das ist üblicherweise das Werk von politischen Parteien, deren Verhalten sich von der normalen Parteienkonkurrenz darin unterscheidet, dass sie nicht nur das Personal und das Programm ihrer Konkurrenten angreifen, sondern auch die verfassungsrechtlichen Kautelen zur Aufrechterhaltung der Parteienkonkurrenz. Sie identifizieren sich in aller Regel mit einem angenommenen wahren Volkswillen und leiten daraus ab, dass sie ihre Vorstellungen ungehindert durchsetzen können, ungehindert insbesondere von Verfassungsgerichten, und dass sie sie so absichern können, dass selbst wenn sie einmal eine Wahlniederlage erleiden sollten, für die Opposition, die dann Mehrheit wird, kaum noch Bewegungsspielraum gibt. Verfassungsgerichte, das hat sich in Polen und Ungarn gezeigt, aber auch in anderen Ländern, sind das erste Opfer dieser Versuche, wenn solche Parteien an die Macht kommen. Nun gibt es aber zwischen Polen und Ungarn einen signifikanten Unterschied. Die polnische PiS-Partei hat in der Wahl von 2015 mit rund 36% der abgegebenen Stimmen eine absolute Mehrheit der Sitze erreicht. Die ungarische Fidesz-Partei hat in der Wahl von 2010 mit ungefähr 56% der abgegebenen Stimmen eine Zweidrittelmehrheit an Sitzen erreicht. Die Folge war, dass sich in Ungarn dieser Transformationsprozess formal betrachtet legal vollziehen konnte. Man hatte die Mehrheit für eine Verfassungsänderung und hat sie radikal benutzt, nämlich indem eine ganz neue Verfassung erarbeitet worden ist, die man als die juristische Formulierung eines Parteiprogramms ansehen kann, sodass selbst wenn eine Opposition überhaupt einmal eine Chance hätte, an die Macht zu kommen, ihr eigentlich nichts anderes übrig bliebe, als diese Verfassung abzuschaffen und durch eine neue zu ersetzen, die dann ihrerseits vermutlich ebenfalls wieder ein Parteiprogramm auf Verfassungsebene gehoben wäre. In Polen hat die Regierungspartei, die Mehrheitspartei, nicht die Möglichkeit einer Verfassungsänderung, denn sie hat die dafür nötige Mehrheit nicht. Das heißt also, sie kann nur die Gesetze ändern. Und das hat in Polen dazu geführt, dass die Transformation mithilfe etlicher offenkundiger Verfassungsbrüche durchgesetzt worden ist. Keine Demokratie ist dagegen gefeit. Ich möchte auch sagen, auch die deutsche Demokratie sollte sich nicht als dagegen gefeit betrachten. Und deswegen sollte man auf solche Versuche vorbereitet sein, argumentativ darauf vorbereitet sein, aber auch institutionell darauf vorbereitet sein. Und dann stellt sich natürlich die Frage, können Verfassungen in dieser Situation helfen? Ja, in gewisser Weise schon, insbesondere beim Wahlrecht. Kein Wahlrecht zulassen, dass einen solchen Bonus für siegreiche Parteien erlaubt, wie es in Polen und in Ungarn vorgekommen ist. Die Essentialia der politischen und der gesellschaftlichen Ordnung auf der Verfassungsebene absichern gegenüber Parteien, die nicht die nötige Mehrheit zur Verfassungsänderung haben. Dazu gehört allem voran das Wahlsystem. Die Bedeutung des Wahlsystems hat sich, glaube ich, gerade an diesen beiden Fällen bestätigt, aber um ein anderes Beispiel, was im heutigen Rahmen uns näher steht, zu sagen, auch die Art und Weise, wie Verfassungsrichter gewählt werden, gehört zu den Essentialia. Und dieser Hinsicht ist das Grundgesetz lückenhaft. Diese beiden Absicherungen befinden sich nicht auf der Verfassungsebene.
In der Bundesrepublik hat es viele überflüssige Verfassungsänderungen gegeben. Diese beiden Verfassungsänderungen würden nicht zu den überflüssigen gehören. All das nützt freilich nichts, wenn eine Partei einmal eine verfassungsändernde Mehrheit erlangt hat, wie das in Ungarn der Fall ist. Es nützt aber auch dann nichts, wenn eine Partei keine verfassungsändernde Mehrheit, sondern nur eine absolute Mehrheit hat, wenn ihre Verfassungsbrüche folgenlos bleiben, wie das in Polen der Fall ist. Wenn in den Bevölkerungen der Sinn für die pluralistische Demokratie und für die Vorteile von Menschenrechten schwinden, dann kommen auch Verfassungen an ihre Grenzen. Bei Fragen der Gesinnung und bei Fragen der Bereitschaft zum Eintreten für die Verfassung bewegen wir uns im Bereich der vorrechtlichen Voraussetzungen des Verfassungsstaats. In Deutschland waren diese vorrechtlichen Voraussetzungen sehr, sehr lange ganz ungewöhnlich stark. Ich hoffe, es bleibt so.